So, herzlich willkommen aus Brunner hier zu unserem nächsten Rennen bei MotoGP in unserer letzten Saison mit unserer Yamaha. Und wir sehen hier unglaublichen Vorsprung hier bei diesem Qualifying wieder mal. Die Zeiten stimmen leider alle so gut wie gar nicht mit dem Überblick über die Zeiten bei einigen Grand Prix. Danke fürs Zuschauen. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir das Rossi hier vor Pedrosa, Crutchlow, Lorenzo noch 5. und Marquez sogar noch 6. Bautista war gut unterwegs gewesen, ja. Bisschen durchgewürfelt heute hier, das Ergebnis beim Quali. Kann für die KI zumindest ein bisschen doch ein interessantes Rennen werden. Aber so schnell sind wir jetzt im normalen Rennen, glaube ich, nicht. So, hoffentlich jetzt nicht wirklich der Druck greifen, Gott sei Dank. Wunderbar, dann geben wir uns hinten wieder den harten Reifen drauf. Genau, so machen wir das. Und gleich auf die Strecke. Dass wir da keine Zeit verlieren. Sehr gut, Rossi nehmen uns. Mit Rosa da, hinten Crutchlow, Lorenzo sind wir da, Marquez in den ersten 6. Und los geht's. Und Rossi wieder mit einem Willi, das hat er schon beim vorigen Rennen gehabt, den Fehler, glaube ich. Hätte ich fast schon zu spät gebremst. Und hier natürlich unser Missionssieg in der Weltmeisterschaft. Marquez schon Dritter und Rossi Nummer 4 da, aus einem Millimeter beim Start. Jetzt hat ein echter Lorenzo auch letztens gehabt. Ja, wenn wir sie jetzt ein bisschen absetzen können, das wäre dann schon mal die halbe Mitte. Da sehen wir unter Umständen keinen Zweikampf. Aber wir wollen ja auch Weltmeister werden, also von dem her dürfen wir da nichts herschenken. Die Honda ist es jetzt bei Dose auf 2 wahrscheinlich. Dann wird er noch alles versuchen. Ja, es ist bei Dose. Da kommt er sogar. Haben wir da einen trockenen... Ui, 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 da schreckt er mich der Falke selber in die Wiese. Ja, da ist er schon. Und Pedrosa jetzt hot heute drauf. Und da kommt er schon. Jetzt haben wir mal ein paar Rückschläge quasi erlitten mit dem Versuchen anzugreifen, wenn man da auf der falschen Stelle ein bisschen. Hier den Einsprung wieder erwischen, jawohl, und der ist wieder einmal überstanden. Außer auf Stapel ziehen, auf Runde 2. Und Pedrosa, Marquez, Crutchlow, Vierter, Dovizioso, Prado, Lorenzo, Sinter, Rossi, Achter. Und was ist da passiert? In der ersten Runde, einiges wahrscheinlich. Also meine Yamaha-Teamkollegen sind schon mal so schlecht unterwegs. Sich Runde 2 entwickelt. Ich muss ja auch einmal halbwegs hinkriegen. Einmal vorne weg. Das sollte dann schon mal gut passen eigentlich. Und das halt ganz entspannt angehen, ohne Risiko. Da kann man das wirklich sehr sauber fahren, alles hier. Kann ich nur jedem empfehlen, der das Spiel auch hat. Und vielleicht nicht genau weiß, was er nehmen soll oder so. Yamaha geht auf jeden Fall. Also haben wir vielleicht noch ein Werksangebot bekommt, aber dann vielleicht doch die Quatschlauermaschine. Dann kann man sich durchaus auch für die entscheiden. Die liegt auch Bombe auf der Strecke. Ist ja nicht dann wirklich vieles schlechter. Ja, Juni, nicht mehr lange hin. Da kommt das neue Spiel. Das ist hier, wenn wir wollen, die Saison auf jeden Fall fertig haben. Ja,
bei jedem Tag werde ich es wohl nicht wirklich ganz schaffen, wenn es geht. Versuche ich es jeden Tag, aber es geht sich trotzdem nicht immer aus. Aber schauen wir mal. Das Wochenende könnte den einen oder anderen Tag vielleicht einen Ausfall geben. Schauen wir mal. Aber ich bringe schon das schon zu Ende. Jetzt haben wir jetzt schon da fast 90 Parts hier. Dann schaffen wir die letzten mit Sicherheit. Aber ich mache keine Sorgen. So, wir sind wieder im Rennen. Runde 3 von 8. Okay, nicht wirklich viel zu sehen. Ja, das Fahren an sich mit dem Motorrad ist relativ okay, also da kann man jetzt nicht wirklich viel sagen. So hat es für mich ausgesehen, ich bin jetzt nicht der Oberexperte hier, aber grundsätzlich so weit vom Fahren her okay, außer also mit den Reifen natürlich drehen, mit der Medien zu drehen, so man nicht wechseln kann. Gut, und ein bisschen zu viele Rennrennen noch sind, für mich, mein Geschmack. Und das andere sagt man jetzt rein vom Fahrverhalten her, so das ist schon ganz cool. Ja, und okay. Die hat natürlich noch geschafft. So, 2 Sekunden, so viel ist das gar nicht. Aber zum Glück haben wir hinten den harten Reifen. So, bei Regen, wenn hinten der Reifen noch nachlässt, da wird es zum Schluss hier noch einmal kritisch. Aber jetzt mit harten Reifen, würde ich sagen, mache ich mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Reines vom Reifen her, vom Verbrauch. Das sollte doch mal gehen hier. Gar keinen Verbrauch, also ich bin jetzt schon Hälfte rennen. In dem Fall würde ich sogar das erste Mal vielleicht sogar auf Weiche gehen. Also nicht mit dem ist. Ja, sogar den Haken. Also kann davon fahren. Lassen hier, wow, ich sagen, nichts zum Zufall. In der Saison, da schauen wir das wirklich jedes Rennen hier. Was noch geht, optimal ausnutzen und gewinnen. Bin da guter Ding mit der Yamaha. Dass wir das schaffen. Wir haben zwar 14er, werden wir vielleicht, bevor wir die Yamaha nehmen, vielleicht auch dann zu Marquez, zu Honda mal wechseln auch. Als erstes sollte man mal A so weit kommen und B die Option haben für beide. Sollte man auch so weit kommen. Im Idealfall fahren wir natürlich wieder beide, wenn es irgendwie geht. Also warten wir mal am Juni ab, warten wir mal, wie das Spiel ist und so, und dann werden wir das natürlich entscheiden. Das wird dann wahrscheinlich eh ganz grob vielleicht in einem Jahr sein, so der Zeitpunkt auch, wo man dann hinter den Sinn kommt, darauf an, wie welche Spiele und so, welche Projekte, was sonst noch so geht. Aber MotoGP kann ich fast immer aufnehmen, das geht auf jeden Fall im Laptop, wenn es draußen im Anwitz nicht geht. Ja, wenn das Rennen hier fahrt ist, dann redet man schon immer von was anderes und nichts vom Rennen. In dem Sinne konkret. Das ist
natürlich rein vom Spiel her wehmtechnisch gesehen gut, wenn wir erste Sendung ganz entspannt fahren können. Aber reden muss ich auch was, also von dem her sind wir so über die Fahrt, wenn jetzt da nichts reden wird. So, okay, geht's mal in die Runde 6. Ich hoffe nur, dass mein Mikro jetzt nicht da, dass da irgendwas rauscht oder das zu fahren mit kurzes. Ein leichtes Rauschen da gehört im Hintergrund. Wenn es so wäre, sage ich gleich einmal sorry. Wenn es ist natürlich. Und ich habe auch keine Ahnung, was das sein könnte. Das war das noch nie. Und im Notfall muss ich dann das Mikro wechseln. Oder das Headset oder was auch immer. Ich hoffe, wenn es überhaupt rauscht, nur kurz noch. Dass es dann auch nur ein einmaliges Erlebnis ist. Dass es nicht so war. Wenn doch, dann noch mal kurz sorry. Es war zwar nicht, glaube ich, laut, aber mich versteht man doch trotzdem alles. Also, trotz allem. Gut, rund 6 von 8 sind wir. Na, schade, wenn sie so weit hinten sind, auch die KIs, dass sie sich ein bisschen noch anpassen. Ja, so ein bisschen eine lernende KI vielleicht, das wäre sowieso das Optimum, dass ich die da ein bisschen anpassen, die Spitze auch, die Spitze der KIs, Rosal und so, Lorenzo an mir ein bisschen so leicht anpassen, meine Gesamtrennzeit immer, das wäre doch geil, da ist man immer da aus derselben Höhe, das kann ja heutzutage auch nicht mehr wirklich so schwer sein. Dass der dann immer ungefähr, wenn ich jetzt sage, die 8 Runden fahre ich in einer Viertelstunde und Sturz. Ja, so schnell kann es gehen. Vor lauter Reden. Okay, lassen wir das mal und jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Fahrt, sonst haben wir da den Sieg vielleicht gerade das Kollegen geschmissen. Da schon mal reden so. Na super. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. So, Leute. Wird doch noch interessant. Haben wir es doch gedacht. Ob auch schon oder nicht, der Chase egal. Jetzt müssen wir auf die Tube drücken. Marke sehr bedrohlich wieder. Trumpft hier wieder auf. Bin gespannt, was es beim 214er jetzt lösen werden. Der Marke ist zumindest bis jetzt alles dominiert hat, aber komplett. Und phasenweise ist schon so souverän, dass ich schon ein bisschen beängstigend war. Dass das so gut ist wie alle anderen. Von Lorenzo, der ist auch ein bisschen schwach als Fahrer. Und einfach dem her wäre es schon geil, beide auf dem gleichen Motorrad auch zu sehen. Aber ist die Yamaha so schwach ist auch, aber keine Ahnung. Dann würde man wissen, dann würde man auf jeden Fall wissen, wer das stärker ist von allen. Jetzt aktuell der letzte Rennen, also mit der Yamaha wieder Rossi. Der Becky ist auf einmal, also wieder auf der letzten Strecke, das war, das ist aber auch seine, die Racetrack war es, das ist einfach seine Strecke. Interessant, ob er da an Lorenzo ran kann, wieder auch auf die anderen Strecken. Wäre schon geil, alleine verdienen jetzt der Team in deines Duell. Das war entweder Vierter gewesen, das war keine Ahnung, warum er da jetzt nicht wirklich gut drauf war. Ach, jetzt geht scheiße, jetzt geht schon die letzte Runde. Verdammt! Ich hoffe, ich habe nicht unter Umständen hier die WM verspielt. Das wäre nämlich ärgerlich. Hier hinten beim Reden. Das müssen wir zu mitnehmen. Gibt kein Zurückspulen mehr. Aber die kann mich da locker vorbeibremsen, dann fahre ich mit der voll in der Bremse. Das hätte ich aufgemacht. Habe ich auch gerade aus dem Sand gefahren. Wie hat er sich da davor gedacht? Von 1 auf 5. Gut, zumindest einmal Filter. Kann eh schon ein bisschen hinterlaufen.
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das wäre meine Fehler da. Eine Fehler da in die Wiese raus. Das war mal der primäre Fehler. Ja, P4, nicht einmal das Podium mehr. Ist aber auf jeden Fall eine Wunderstrecke, so wie es ausschaut. Aber ich glaube gar nicht. Im Rennen ist auch schon mit dem Wandern nur schlecht gestartet. Da sind wir noch Vierter. Oh, weh, weh, weh. Ja gut, wir haben zumindest Vorsprung. Das ist schon mal cool. Jetzt müssen wir nochmal die Strecken analysieren, wo was da noch so kommt. Dreimal Spanien, ja, Pedrosa, Marquez, Lorenzo, natürlich Rossi. Dovizioso, Crunchlow, Pablo, Espargaro. Schauen wir gleich mal, was wir wählen werden. Oh, da noch 23 gute Vorsprung auf Lorenzo, also ein ganzes Rennen fast. Das ist einmal, das bedeutet mir jetzt. Das war unnötig. Das war unnötig für Projekt Weltmeisterschaft, aber wir haben eigentlich genug Vorsprung. Das schaut eigentlich ganz gut aus. So. Jetzt werden wir uns alle Ruhe noch einmal die Strecken anschauen und analysieren ein bisschen. Zuerst noch der Blick hier auf die Zeitung. Doppelsieg von Repsol Honda, Team und Pedrosa. Ja, das Team vom Baum, Vierter, kann die Enttäuschung nicht verbergen. Wir hatten uns mehr erhofft. Ja, das stimmt sogar so. Das nächste kommt... Silverstone. Leckt's mich am Arsch. Muss ich aber trotzdem die 35 überall fahren, dass wir da wenn eine Chance haben, irgendwo aufzuholen oder zu überholen oder was auch immer. Ah, Silverstone weiß ich jetzt gar nicht, wie ich da liege. Und da, ich glaube, gewinnen... schwer. Misano, das ist hinten mit den langen, schnellen, das sollte gehen. Aragon eher nicht. Sebang, weiß ich jetzt gar nicht. Philipp Allen weiß ich auch nicht. Motegi. Motegi ist schwer. Motegi wäre möglich. Die weiß ich jetzt alle gar nicht. Die Misano könnte gehen, da müssen wir nochmal schauen. Da müssen wir so gut wie möglich unterwegs sein einfach. Das wird nicht einfach. Freunde, das wird nicht einfach. Das wird definitiv noch eine harte und spannende Saison wieder bis zum Schluss. Der Sieg wäre wichtig gewesen hier in Brno. Naja. 23 Punkte. Auf Lorenzo, 37 Marquez, 47 Pedrosa, aber Lorenzo mit den 23, dem Kollege von mir. Ja. Wie gesagt, dranbleiben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall Spannung pur wieder. So wie im letzten Jahr. Ja, wenn Lorenzo konstant vorne ist. Gut, jetzt war er hinter den beiden Hunders. So, aber das ist wahrscheinlich nur, weil er beim Start irgendwelche Probleme gehabt hat. Gut, wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier mal fürs Zuschauen wieder. Wir sehen uns in Silverstone zur Strecke, die ich eigentlich am wenigsten mag, aber vom Fahren her an sich ist jetzt, also vom Layout irgendwie, so also vom Feeling her taugt es mir nicht. Und Fahren selber ist dann im Prinzip immer, glaube ich, halbwegs okay, aber gewinnen tun wir, glaube ich, in Silverstone. Ja, ich kann es nicht sagen. Schwer. Schwer. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir wieder überall das Beste rausholen. So ist es einfach. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das war's. Danke und bis bald.